Top 10 Reasons Why I Don't Trust NASA. Pack die Aluhüte aus, geht los. Natürlich kann man dann auch fragen, warum sollten die das machen und so. Und ich habe keine Antworten auf diese ganzen Fragen. Ich finde nur teilweise diese Szenen, die hier gezeigt werden, die sind komisch, Bro. Oh yeah, I can do that. Hast du gesehen, wie er ihn hält? Sagt, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Wir werden uns ein weiteres Video reinziehen. Und zwar heißt das Video Top 10 Reasons Why I Don't Trust NASA. Also 10 Gründe, warum ich der NASA nicht vertraue. Finde ich ein sehr interessantes Thema. Ich finde das NASA-Thema generell interessant. Und deswegen gehen wir hier heute auch mal wieder rein. Miese Recherche auf jeden Fall. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und ab geht der Peter, würde ich sagen. Peter Eden, man. Und los. Das war krass, Alter. Das habe ich mir sogar reingezogen im Fernsehen, glaube ich. Ne? Wie hieß er? Wie hieß er nochmal, der da rausgesprungen ist? Rausgesprungen? Wie heißt er nochmal? Baumgarten oder so, ne? Baumgärtner? Keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Okay, crazy. Das sind Baumgarten. Baumgärtner. Siehst du? Felix. Sag ich doch. Okay, das sind hier zwei Kameraperspektiven auf den gleichen Jump. Und es ist einfach eine andere Kapsel, aus der er rausjumpt quasi, oder was? Also hier steht das Zenit direkt neben dieser Tür, die da ist, beziehungsweise überlappt auch mit der Tür und hier steht es auf einmal nebendran. So, jetzt müsste man nochmal schauen, okay, wurden diese Bilder eventuell manipuliert? Man weiß es natürlich nicht, weißt du, wie ich meine, da muss man schon kritisch sein, aber das ist auf jeden Fall dubios. Miese Recherche, Freunde, Alter. Conspiracy ist in den Mann, Alter. Wir sind da. Pack die Aluhüte aus, geht los. Look at this. Look at this. People actually believe that there is a car. Das ist Dings, ne? Elon, sein Film. Sein Tesla, ne? Floating around out in space. I think it looks so ridiculous and impossible. And you can tell it's real because it looks so fake. Bro, you can tell it's real because it looks so fake. Digga, das macht Sinn, würde ich sagen, an der Stelle, oder? Doppellager-Aluhut, ja. Doppellager-Aluhut, mein Jutzen. We'd have way better CGI if it was fake. This is live on the air, okay? Das ist krass, Digga. Wer glaubt daran, dass dieser Tesla wirklich im Weltall rumgeschwebt ist und diese Aufnahmen echt sind? Eins in den Chat. Wer sagt, Digga, niemals, Mann? Zwei. I'm gonna zoom in on the Earth in Photoshop. Das habe ich schon gesehen. Jetzt machen die einen anderen Kontrast und dann sieht man, dass die Erde eingefügt wurde. You see the Earth? Okay, I'm gonna go to Image, Adjust, Levels, and I'm gonna bring the levels up. Uh-oh. Boom. What is that? Why is there a square box around the Earth? Why is there a square box? Warum ist da so ein Quadrat um die Erde, meine lieben Freunde? It is Photoshop, but it's has to be. It is Photoshop, but it's has to be. It is. Einer sagt, warum soll man aber die Erde photoshoppen? Ja, vielleicht damit das Bild echt aussieht, ne? Das war ja die Perspektive vom Mond quasi auf die Erde und wenn da eine Erde ist, dann sieht es natürlich real aus, ne? Ich weiß es natürlich nicht. Ich war nicht da gewesen. Das sind alles hier theoretische Dinge. Wir ziehen uns hier was rein von jemandem, der so eine kleine Collage gemacht hat an Dingen, wo er einfach sagt, ey, das sind Gründe, warum ich der NASA nicht vertraue. Und wir gucken uns das hier an und dann treffen wir unsere eigene Entscheidung, ob wir es glauben oder nicht.
Also alles entspannt. Ja, wir müssen hier uns keinem Team zuordnen oder irgendeinem Camp oder so. Nein, wir können auch einfach nur das Video gucken und mal gucken, was hier passiert. The world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? Ah, im Hintergrund ist Matrix, die Neo-Szene mit den Pillen. That you are a slave, Neo. That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Wilder Beat auch, ne? Model of the Earth. And let's enlist the help of a friend, Taxi. You might know her. Next segment, I'm going to show you how NASA grabs objects in 3D space, rotates them around, manipulates them. They can do this with water, with cloth, anything. And the cool thing about it is we can take what they're doing, what they're seeing with their contact virtual reality augmented lenses, and put that on a separate video layer live. Was? Guck mal. Video layer live. Da, ey. Was hast du da weggepackt, mein Jutze? Okay, I have a lot of Tim Peake screw-ups, but this one here, the system glitches, the software does not track his hand properly. And Tim slips his hand underneath his other fingers, which is holding onto the mic, which would be impossible. Digga, das ist wild. Ah, hast du gesehen, wie der langsam verschwindet so? You can tell it's real because it looks so fake, honestly. Das ist das geilste Argument, was ich gehört habe. You can tell it's real because it looks so fake. Better CGI if it was fake. So eine Glitches, also solche Effekte entstehen auch eigentlich nur, wenn du mit einem Greenscreen arbeitest, so, weißt du? Und du siehst ja auch, dass quasi nur die Menschen diese komischen Effekte haben und nicht der Hintergrund, weißt du? Und das sollte einem auch, das ist suspicious, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Da im Hintergrund siehst du, wie ein NASA-Mitarbeiter, und diese Szene kenne ich schon, da ist ein NASA-Mitarbeiter im Hintergrund vor einem Greenscreen und tut so, als ob er irgendwas macht gerade. Bro, hey, ich sag hier nicht, dass das irgendwie, weißt du, was ich meine? Es ist einfach nur, es ist komisch, Digga, oder? Natürlich kann man dann auch fragen, warum sollten die das machen und so, und ich habe keine Antworten auf diese ganzen Fragen. Ich finde nur teilweise diese Szenen, die hier gezeigt werden, die sind komisch, Bro, und die wurden auch nicht nur da gezeigt, sondern die gibt's auch von anderen Kanälen und von anderen Leuten so. Es ist schon crazy. Just another example of NASA faking space. Take a look here at this supposed image of Jupiter. Nothing more than CGI fakery. The supposed auroras. Again, at NASA's official website where it states Hubble captures vivid auroras in Jupiter's atmosphere. Here's the problem. The date of June 30th, 2016. Now take a look at this. Another so-called official image of Jupiter. This one's from back in 2014. You see the problem here? Now let's take a closer look at the supposed two images provided from NASA of Jupiter. All the clouds are in the same exact position. Here's a side-by-side. I mean, people can't see what's taking place here with NASA. Nothing more than fakery. I mean, give me a break. This is a complete insult. You have a brain in your head.
Es gibt ja auch wirklich auch Aussagen von NASA-Mitarbeitern, dass sie auf jeden Fall ihren Content, dass sie, also die geben zu, dass sie ihren Content mit Photoshop aufarbeiten und so, ne? Damit es halt nice aussieht. Also, dass sie Photoshop auf jeden Fall benutzen, um die Bilder zu bearbeiten. Die Frage ist jetzt halt, ob die auch Photoshop benutzen, um komplett selber Bilder zu machen, die es eigentlich gar nicht gibt, Digga. Weißt du? Oder ob das nur eine Aufarbeitung ist, damit es geiler aussieht. Und wenn es nur eine Aufarbeitung ist, dann würde ich halt geil finden, wenn die vielleicht auch ab und zu mal ein Original einfach posten, damit man so ein bisschen einfach dann sieht, okay, das ist Original, das ist aufgearbeitet. So, dann kann man auch diese ganzen Verschwörungen und so ein bisschen aus dem Weg räumen, denke ich. Look like you're in a studio, maybe in Omaha, Nebraska or something. The shot is so clear. Is this a... Bro, sei mal ehrlich, Digga. Oh, are you really in space, Bill? Crazy Haare. This is fucking... This is fucking Haarspray, bruv. I don't know. We're gonna have to do something for you. I wanna do it. I know. Oh, yeah, I can do that. Hast gesehen, wie ihn hält? Hast gesehen? Oh yeah. Da hast du das Kabel gesehen. Habt ihr das Kabel gesehen? Habt ihr das gesehen? Do that. Watch this. Bro, da ist ein Kabel, Dicker. Ist dein Ernst, Bruder? Okay, are you really in space, Phil? Guck mal, wie blöd die lacht, Digga. Nein, wo, sagt der Suke. Guck mal hin, Digga. Guck mal hier. Links. Da. Oh yeah, I can do. Da ist ein Kabel, Bruder. Das ist befestigt an seinen Klamotten. Du siehst wieder, du siehst sogar, wie die Klamotten sich bewegen. Da hinten ist, das ist die Cam, sagt der Bro. Ich werde das Video unten in der Beschreibung verlinken. Ja, Suke, kannst du dir nochmal reinziehen. Vielleicht sieht man es nicht richtig auf der Reaction, aber da ist ein Kabel, Dicker. Da ist ein Kabel und er hält an diesem Kabel fest und zieht ihn zu sich. Und das Kabel ist an seinem Körper befestigt. In dem Moment, wo er zieht, bewegt sich seine Klamotte. Du siehst das. So, hier, das ist ein bisschen uneindeutig, aber man könnte das auch so deuten, dass du diesen Zug siehst an seinem T-Shirt hier. Weißt du? Dass es da an der Stelle so nach oben geht. Also der Typ hat da irgendwas hochhängen an seinem Gürtel hinten überm Arsch. I don't know, bro. Ey, I don't know, ich sag hier nicht, dass ich irgendwas weiß oder so, ne? Ich guck mir das nur an und guck mir es an. Mehr nicht. Bruder, was? 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 Digga, hör doch auf, Bro. Wer freut sich schon? Guck mal. Was hält er da hinten? Warum bewegt er sich so komisch? Ich stelle hier nur Fragen, ne? Was hast du da oben gemacht dann eben noch kurz? Is this a hoax? Are you really in space still? See the hair? See the hair? And they just start making stuff up. Yeah. Like that Neil Armstrong guy. Have you seen him on the talk shows? Neil Armstrong, you mean the first man to walk on the moon? Talk about a fish. Geil, Digga. Der, wie heißt er nochmal? Jim Carrey, Digga. Der ist auch krass, ne? Story. Ja, ja.
Man, and they're buying it. Oh, yeah. Der ist auch schon ein bisschen Red Pill-mäßig unterwegs, der Jim. Many times during spacewalks outside the International Space Station, we can see air bubbles rising up. Can you touch on how there are air bubbles in space? Can you be more specific? Air bubbles? Freunde, er sagt hier gerade für alle Leute, die kein Englisch können, Air Bubbles. Warum quasi so Luftblasen immer wieder in den Videos auftauchen und wie das sein kann, dass Outer Space quasi Luftblasen entstehen. Ja, sowas passiert ja eigentlich nur im Wasser. Ich glaube, er sagt, das haben wir uns auch schon mal, ich glaube, er sagt, ja, das sind irgendwelche Materialien, die irgendwie irgendwo abfallen und dann, weißt du? So yeah, like a lot of times during the NASA footage, you can see bubbles coming up out of the helmets or kind of from underneath you. How do you explain bubbles in space? Yeah, I'm not sure exactly what you're talking about. Sometimes you get water in the helmet. Er wird ganz klar nervös, ne? Das sieht man. Haja, danke für deine 50 Bits, Bro. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Liebe geht raus. Gang. It's either from sweat or from the cooling garments. Ah, from sweat. And, that's generally what that is. I've never seen any kind of... Digga, kleine Lags, Freunde. Sorry, Alter. Internetmäßig passiert hier gerade irgendwas. I don't know what it is, bruv. Could it be that you're filming in an underwater pool and you're not really out there? Direkt mal gefragt einfach. Also würde auf jeden Fall, glaube ich, einen ähnlichen Effekt geben, wenn du die ganzen Geschichten im Pool aufnimmst, so, ne? Dann schwebt man ja auch so mehr oder weniger. Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. You're a coward and a liar. Like a splinter in your mind. Liar and a thief. Man muss ganz klar sagen, man kann diesen Aufnahmen halt auch nicht, das sind halt auch nur Leute, die irgendwelche Aufnahmen basteln, ne? Ich glaube, wir sind mittlerweile auch so weit, dass wir gewisse Aufnahmen auch fälschen können, sodass sie so aussehen, als ob da irgendwas wäre. Deswegen können wir niemals 100% vertrauen, so einem Video hier. Aber diese Space-Aufnahmen, gerade von den Astronauten, die gibt es halt offiziell. Und da kann man schon mehr dann gucken und sagen, okay, da kann man sich wirklich mal das reinziehen und gucken, wie das ausschaut und dann gucken, ob das sich echt anfühlt, weißt du? In 1986, the Shuttle Challenger exploded about 74 seconds after takeoff, killing all seven astronauts. Ah, das haben wir uns reingezogen in dem einen Video. Or did it? It turns out. Ja, das kennen wir schon. Ich spule mal weiter, ne? Das haben wir uns ja schon reingezogen. Also es ist quasi so, dass diese Leute angeblich noch leben, unter anderem Namen, aber meistens mit dem gleichen Nachnamen und dann sagen, ja, Zwillingsbruder und so und das bei ein paar von denen. Das ist auch schon eine crazy Geschichte auf jeden Fall. So I keep digging a little bit deeper and I finally get underneath this cloud cover here and a few images pop up. And I say, oh, images, what are they? Well, this is what you got, which I'm sure that looks familiar to you, right? Looks just like the pictures they give us of Mars.
Was? I'm just kind of creepy. Also er hat quasi auf Google Earth Landschaften gefunden, die genauso aussehen wie die Bilder, die sie uns als Mars verkaufen. Around here and definitely noticing the same kind of undulation changes and same kind of rock, same kind of dirt. The only thing that's missing is that nice little red tint that they pay somebody $150,000 a year to put on there. Digga, das ist wild. Wir sind mies in der Recherche, Freunde. Es ist, wie es ist. Ich höre weiter und sehe weiter. Ich muss nur kurz einmal dahin laufen. So, keep kind of going through here and see if it... What the... Yeah. So, oh, I got another truck. Oh, yeah. It says NASA. What's that say? Mars Project? I think I found out where Mars is, guys. Krass, der hat das auf Google Earth gefunden, oder was? Die NASA-Mitarbeiter oder was, Digga? Mach keinen Scheiß. Yeah. So, oh, I got another truck. Oh yeah, it says NASA. What's that say? Mars Project? I think I found out where Mars is, guys. At some point in the future, we're going to look back and say, how did we do it without space? Das ist Buzz Aldrin, ne? Leon spult zurück. Warum, bro? Technologies that we're testing out on Space Station are definitely helping us with our goals of going beyond low Earth orbit. Early in the next decade, a set of crewed flights will test and prove the systems required for exploration beyond low Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. Digga, das ist so, das ist auch so eine Sache, wo ich mich frage, so, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass es früher mal eine Technologie gab, mit der man auf den Mond fliegen konnte und dass sie die Technologie nicht mehr haben und deswegen nicht mehr auf den Mond fliegen, so. Das ist ja deren Argumentation. Dann sag doch lieber, wir haben kein Interesse mehr daran, auf den Mond zu fliegen und wir haben den Kampf gegen Russland gewonnen und waren schon einmal da, deswegen machen wir es einfach nicht mehr. Aber die sagen ja offiziell, dass es diese Technologie nicht mehr gibt und dass sie diese Technologie nicht mehr haben und dass es schwer ist, diese Technologie wieder zu bekommen. Wie, Digga? Wie, hä? Wie funktioniert sowas? Das macht für mich gar keinen Sinn. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen Belt, an area of dangerous radiation. We must solve these challenges before we send people through this region of space. We must solve these challenges before we send people through this region of space. There's a small problem with going to the moon, and inch by inch, NASA is leaking out that they know that there's a problem there. It's called the Van Allen belts, high radiation belts of charged particles around Earth, and we don't know how to get through them. Krass, okay, es soll also eine radioaktive, unsere Erde ist von so einem radioaktiven Strahlen umgeben. Und wenn wir da hingehen würden, dann würde das wahrscheinlich die ganze alles kaputt machen, so mäßig. Und das ist ein Problem, warum man angeblich nicht auf dem Mond kann. Krass. They say. Well, isn't that interesting, because they sure didn't... Never heard of it before, ich habe noch nie davon gehört. Seemed to be a problem back in 1969. The moon landing stopped in 1972 and we haven't been back. We haven't been beyond the Van Allen belts. NASA admitted that it had lost the original footage of man's first steps on the moon. YouTube and... Wie kann man das verlieren? A funny thing happened on the way to the moon. It contains newly discovered evidence, which is part of the missing tapes, of outtakes from the first mission to the moon, of them falsifying a shot of being halfway to the moon. For NASA to come out and say that all the tapes were erased, I mean, you must, it's incredible. Krass, also die sagen quasi, dass alle Aufnahmen gelöscht wurden, oder was? Geraldo, this isn't just one tape. Ey, und Fox News ist kein der Mainstream, ne? Also, das ist kein Conspiracy-Kanal oder so. Das ist kind of Mainstream. Die haben sogar den Dings gefeuert, weil der ein bisschen zu viel Anti-Establishment-Dinge erzählt hat. Diesen Tucker Carlson. This is rooms of tape labeled
Apollo 11 moon landing. Someone had to physically go and erase it. It's very challenging to try to prove we landed on the moon, and it shouldn't be challenging. The tape should be there. There should be plenty of evidence. I mean, it's proof right there. This is an official NASA photo of the first Apollo 11 lunar module landing on the moon. I mean, it's right there. This is proof, man. It's the pictures right there. It's landing on the moon. But the only problem I have with this... Das ist proof, sagst du. ...is that it's taken from the moon. Ja, Dicker, das habe ich mich nämlich auch schon mal gefragt. Wie kann es sein, dass die erste Mondlandung aufgenommen wurde aus einer Perspektive, dass man sieht, wie die erste Kapsel angeblich auf dem Mond landet? Wer hat das aufgenommen? Aber ich sag dir ehrlich, also, das, so dumm können die ja nicht sein, dass sie sowas machen, ohne sich dann zu fragen, so, okay, vielleicht checkt das dann jemand. Oder meint ihr echt, dass sie so dumm sind? Das kann ja nicht sein. Weißt du, was ich meine? Da muss es doch eine Erklärung für geben, oder? Gibt es bestimmt jemanden, der das erklärt hat oder nicht? Also jetzt mal rein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich so blöd sind und denken, dass Menschen so blöd sind, dass die Rover, sagt einer. Okay. Also dieser Rover soll angeblich vorher gelandet sein, sagst du, wa? Ist das deren Aussage auch? Das Raumschiff, an der die Kapsel hing. Das Raumschiff ist vorher gelandet als die Kapsel. Das Raumschiff ist nie gelandet, Bro. Das Raumschiff bleibt ja und die Kapsel geht dann vom Raumschiff ab und landet dann. Die hatten die Leute für komplett dumm und ja, man kann verstehen, es funktioniert ja. Also die halten die Menschen schon für ziemlich, ziemlich dumm. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dafür von NASA-Seite nicht eine offizielle Erklärung gibt, so. Ne? Spacecraft. Did you see it in the background? There was a guy in the background, man. I'm not kidding you. You can't deny that that's someone in the background. There's a guy moving in the background. Krass, was? Guck mal, da ist was. You can't deny that that's someone in the back. Da ist irgendwas im Hintergrund. There's a guy moving. Was? In the background. There was a guy in the background, man. I'm not kidding you. You can't deny that that's someone in the background. There's a guy moving in the background. Den habe ich nicht verstanden hier. Then I'll tell you, just if nothing else, here's why you can tell they're not fake. Just to create the paperwork. That amount of paperwork would make faking it prohibitively expensive. No one could have. Ich sehe halt den Punkt dahinter auch nicht richtig, weißt du, wie ich meine? Also ich persönlich sehe den Punkt nicht, warum man das fälschen sollte. Er sagt jetzt, es ist ein ganz klarer Beweis, weil das der Aufwand zu teuer wäre, aber wie die Chart hier zeigt, 19 Milliarden 2017 investiert in die NASA. Also da wird schon ein gewisser Amount of Money rein investiert, der es auch möglich macht, gewisse Dinge zu faken. Also die haben auf jeden Fall genug Kohle, um Dinge zu präsentieren und zu faken. So. Die Frage, die sich mir stellt, ist einfach, was ist der Grund dahinter? Der große Grund dahinter, warum man wirklich so heftig das durchziehen sollte, weißt du, und das bis heute durchzieht. Da fehlt mir so ein bisschen so, warum? Weißt du, why? Also das Warum fehlt mir so ein bisschen, gerade auch bei den Leuten, die diese Videos machen. Sag mir mal einen vernünftigen Grund, warum das gemacht werden sollte. To generate that much documentation. All of that happened in a little town called York, Maine, across the United States from where we're talking to you right now. Across the United States from where we're talking to you right now. My research of the last year has led me to the conclusion
that not even low Earth orbit is possible, that the International Space Station is a hoax, and all manned space travel is fake. Janusz ist da, Bro, was läuft, Digga? Er sagt, damit man keine weiteren Fragen stellt bezüglich dem ganzen Zeug. Ja, aber es muss ja, also, ich verstehe, was du sagen willst. Also ich glaube auch, dass wenn man solche Geschichten hinterfragt und merkt, dass das gefaked ist, dann fängt man generell an zu hinterfragen und denkt sich, okay, was könnte denn noch alles gefälscht sein? Aber das erklärt mir noch lange nicht, warum man das tut, weißt du? Man braucht ja jetzt NASA nicht, um uns in eine gewisse Richtung zu programmieren, dass zum Beispiel die Leute folgen, wenn eine normale Grippewelle um die Ecke kommt und sich einsperren lassen. So. Meinst du, dass das zusammenhängt? Also meinst du, dass diese NASA-Geschichten und dass sie uns erzählen, dass sie auf dem Mond waren und so, eine Auswirkung darauf haben, dass sich Menschen einsperren lassen, wenn eine Grippewelle um die Ecke kommt? First though, let's have a look at the International Space Station. I want to talk about some of the anomalies I see there. For the inside of the International Space Station, there are a couple of zero-gravity tricks that they use to fake it. The first is, they have a complete mock-up of the International... Also ich sage, es gibt auf jeden Fall da genug Anzeichen, die zeigen, dass das nicht so passiert ist, wie es aussieht, aber ich verstehe immer noch nicht, warum man das machen sollte, so weißt du? Also das ist so für mich... Super, Geld kassieren, Steuergeld kassieren und Unterhaltung, ja, okay. Ja, I see where you're coming from. Ist halt wirklich 19 Milliarden Euro, ist halt heftiger Amount of Money, so. Sorry, wenn ich so denglische die ganze Zeit, weil ich rede halt hier immer Englisch, deswegen habe ich auch englische Wörter im Kopf. Geld ist auf jeden Fall eine Sache, safe, könnte sein. Und Unterhaltung. Also Menschen quasi ablenken, entertain. Kianusch sagt, NASA ist halt eine Weltraumbehörde, die dir das Universum und unsere Erde und so weiter erklären, damit nicht mehr hinterfragt und alles ja klar und eindeutig ist. Ah ja, okay. Ich verstehe, was du meinst, Bro. Einfach damit man einer Organisation, die vom Staat ist, wieder folgt und sagt, okay, wenn die sagen, ist so, dann ist so. Und das kann schon einen Effekt auf dein Vertrauen gegenüber Organisationen von der Regierung auf jeden Fall beeinflussen. Mm-hmm. I know what you mean, bro. Space station built on the inside of an airplane. And that airplane does a bunch of rises and falls. It does an upside down parabolic trajectory. And that simulates zero gravity. The other main way they simulate the zero gravity is with suspension in front of a blue screen. And they use that trick for extended periods of time, for longer than 45 second segments. But they can't move around as much. They can't do the acrobatic flips and rolls in the extended mode. So there's full motion mode where they can fully move around and that's faked in a plane. And then there's suspended or extended mode where they're suspended by wires in front of a blue screen. They don't move around as much, but they can make the scene last for a longer period of time. The extended mode is much quieter than before. Kianusch sagt, wenn man die NASA in Frage stellt, muss man alles, was man kennt, in Frage stellen und das knallt den Kopf. Bro, I feel you. Ich meine, für mich persönlich ist es nicht nur, wenn du die NASA in Frage stellst, musst du alles hinterfragen. Das fängt bei mir schon bei Kleinigkeiten an, so weißt du? Wenn du in Frage stellst, ob das Coronavirus wirklich so gefährlich war, wie es uns präsentiert wurde und du da auf den Entschluss kommst, dass es nicht so war und dann merkst, was die mit uns getan haben aber in dieser Zeit, dann, also viele Leute, glaube ich, haben da erst angefangen, richtig mies zu recherchieren nach dieser ganzen Geschichte. Das war bei mir persönlich nämlich auch so. Als ich gesehen habe, was da mit uns getrieben wird, und dass es wirklich so ist, dass die teilweise Dinge einfach erfinden, um Menschen zu kontrollieren, dass dich das generell dann Dinge hinterfragen lässt, wo du dir denkst, so, okay, krass, Alter, wenn die sowas tun würden, was würden die denn sonst noch tun? So, weißt du? Weil das war halt auch offensichtlich für mich. Das war direkt da, so. Ich hab's direkt gesehen vor mir, da musste ich jetzt auch keine große Verschwörungstheorie aufmachen oder so. Ist offensichtlich, weißt du? Bei NASA-Geschichte ist halt crazy, weil... Ich meine, man kann viele Dinge sehen hier, gerade auch in dem Video, wo man sagt, ey, das ist irgendwie komisch, auch die Aussagen, die teilweise tätigen und so, dass man sich denkt, hä, what the fuck und so. Aber was man halt nicht machen kann, ist wirklich hingehen und gucken,
Also wir werden nicht auf den Mond gehen oder versuchen, auf den Mond zu gehen und dann sehen, was da wirklich abgeht oder ob wir wirklich dahin gehen können oder wie die Erde von außen wirklich aussieht. Das sind Sachen, die immer Fragezeichen bleiben werden, glaube ich, so ein bisschen. Motion mode. In full motion mode, you can actually hear the sound of the jet engines, the engines of the airplane. In every single scene of full motion mode, in every segment of the International Space Station, you can hear this loud sound, the sound of jet engines. You could argue that it's the air conditioning system. Not even an office air conditioner is that loud. And why is there a loud sound in every segment of the International Space Station? Mr. Armstrong, Bart Sibrel, ABC Digital. Wanted to give you the opportunity to swear on the Bible that you walked on the moon. Will you your left hand on the Bible? So we should see. And swear to God that you walked on the moon. You have $5,000 cash. You can give it to charity if you swear on the Bible that you walked on the moon. Please, I have a tape. It'd be fine. Why don't you swear to? Why not? Why won't you do it? Ist halt, Digga, keine Ahnung, der fühlt sich vielleicht doch überrannt von der Situation so ein bisschen so. Also er könnte ja jetzt auch einfach lügen so, ne? Er könnte jetzt einfach auch durchziehen, die 5000 Euro mitnehmen und schwören, dass er auf dem Mond gewalkt ist. Aber meinst du, war noch keiner wirklich auf dem Mond? Fragezeichen, sagt Free Engel. Also ich sag dir ehrlich, ich weiß es nicht. Ich kann dir keine Antwort auf diese Frage geben, weil ich es nicht weiß. Alles, was ich tue, sind Vermutungen aufstellen. Und das, was ich jetzt hier von mir gebe, ist eine Vermutung. Es ist ein Glaube. Es ist keine... Also es ist nicht belegt, ne? Aber ich glaube, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, meiner Meinung nach, persönlich so. Entweder die waren auf dem Mond oder die waren nicht auf dem Mond. Und wenn sie nicht auf dem Mond waren, waren sie noch nie auf dem Mond. So. Und wenn sie auf dem Mond waren, dann eventuell, weiß ich nicht, ob die erste Mondlandung real war, die zweite, dritte, vierte, ob irgendeine davon real war, aber wenn sie da waren, dann waren sie da. Und wenn nicht, dann nicht. The Earth supposedly 23.4 degrees on its axis. And that leaves you, of course, the ecliptic number, again, 66.6 degrees off. Well, Earth is supposedly orbiting around the sun at 66,600 miles an hour. Da haben sie 666 noch mit reingeknallt, Digga, ich küsse dein Herz. Keanu sagt ja oder nein, warum aber? Wie meinst du warum? Warum die nicht auf dem Mond waren? Weil mich das einfach stutzig macht, was die für Dinge erzählen und diese Bilder, die wir hier auch gesehen haben. So. Und dass die selber offiziell sagen, dass die Technologie nicht mehr haben, weißt du? Das macht mich einfach stutzig, Bro. Wo ich mir denke, das macht für mich logisch gesehen einfach keinen Sinn, weißt du? Wenn du die Technologie hattest, auf den Mond zu gehen, wie kann es sein, dass diese Technologie wieder verschwindet und du dann nicht mehr auf den Mond gehen kannst? Das wäre viel schlauer, wenn die sagen würden, wir haben kein Interesse mehr daran, auf den Mond zu gehen, weil wir wollten da einmal sein, weil wir die Ersten sein wollten. Wir wollten unsere Eier raushängen lassen, so wie Amerikaner das gerne tun. Und deswegen machen wir es heutzutage nicht mehr. Aber erzähl mir nicht, dass die Technologie nicht mehr da ist und dass es schwer ist, diese Technologie wiederzufinden, während wir so eine krasse technische Entwicklung haben und alles extremer wird und AI kommt und irgendwelche Roboter kommen, irgendwelche Online-Chats, die jede einzelne Frage beantworten können. Ja, aber die Technologie, auf den Mond zu gehen, die haben wir verloren. Kennst du das Video, wo die vom Mond wieder Richtung Erde fliegen? Haha, ich bin vom Streaming-Stuhl gefallen. Das habe ich mir bei dir reingezogen. Das habe ich mir bei dir reingezogen, Bro, wie du darauf reagiert hast, Digga. Das hast du doch auch in unserem Talk erzählt, glaube ich, ne? Du hast es auch geil beschrieben, so. Puff, das macht einfach Puff. Ey, geil. Ich schwör's dir. War ein interessantes Video auf jeden Fall, Freunde. YouTube, eure Gedanken wie immer unten in die Kommentare rein. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ey, wie gesagt, ich lasse mich auch gerne belehren. Ne? Ich bin hier keiner, der hier sitzt und sagt, ich weiß irgendwas oder ich habe die Wahrheit und ihr müsst mir glauben und so. Nee. Ich ziehe mir Sachen rein, überleg so ein bisschen und treffe meine eigenen Entschlüsse, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Bin aber auch immer bereit, was Neues dazu zu lernen. Ich gehe nie so durch die Welt, dass ich den Tunnel zumache und dass ich sage, ich weiß alles, ich weiß die Wahrheit und ich höre niemand anderem mehr zu. Bro, wenn ihr irgendwelche Hinweise oder irgendwelche Videos sogar habt, wo ihr sagt, ey, die ganzen Dinge, die du gerade in dem Video reingezogen hast, werden hier widerlegt, der Shit ist real, dann schickt mir die gerne auch in den Discord rein, dann werde ich darauf auch reagieren,
weil ich mache mich da nicht fest, also ich lege mich da nicht fest, weil, wie gesagt, ich kann es halt selber nicht überprüfen, deswegen kann ich auch nicht eine feste Meinung haben. So, weißt du? So, peace out. Wir sehen uns im nächsten Video. Gang. Skrrr.